Draußen ist es trüb und kalt. Doch im oberfränkischen Neuenmarkt gibt es eine tropische Oase. Ihre exotischen Bewohner leben im ewigen Sommer, in dem es immer mindestens 25 Grad warm ist. Idea Dschungelparadies heißt das Reich von Christine Ströhlein, die sich mit dem eigenen Schmetterlingshaus einen Lebenstraum erfüllt hat. Wir haben Schmetterlinge aus Südamerika in der Hauptsache und ein Großteil kommt aus Asien, speziell Südostasien, und ein kleiner Teil auch aus Afrika. Also aus exotischen Gebieten, aus tropischen Gebieten. Deswegen hier auch unser Dschungel, der so tropisch angehaucht ist, damit die sich wohlfühlen. Ja, und unsere Schmetterlinge brauchen auch immer ein bisschen Bier. Um auch dieses Gärende wieder nachzustellen, ist es ganz wichtig, ein bisschen Bier, ein bisschen Energietrink. Die Schmetterlinge leben in der Natur, oft in Gebieten, wo Steine irgendwo salzig sind, in der Nähe von Wasser oder so. Und dieses Salzgehaltige ist auch ganz wichtig und deswegen stellen wir das hier auch nach. Im Sommer drängen sich die Besucher, um die exotischen Falter zu bestaunen. Im Winter dagegen ist es ruhiger, denn viele wissen nicht, dass es tropische Schmetterlinge das ganze Jahr über gibt. Bis zum eigenen Schmetterlingshaus war es ein schwieriger Weg. Christine Ströhlein ist nämlich eigentlich Erzieherin. Mit 29 Jahren leitete sie einen Kindergarten. Es war immer das, was ich wollte, aber ich bin so der Typ, selbstständig zu arbeiten. Und selbst wenn man Kindergartenleitung ist, hat man immer irgendwo noch jemanden über sich, Kirchenvorstand zum Beispiel. Und ja, ich wollte mich selbstständig machen, wollte im Bereich also in der Arbeit mit Menschen bleiben. Also ja, Überlegung war Tourismus, aber auch die Tiere einbeziehen, weil das einfach so ein Faible von mir ist, mit Tieren zu arbeiten. Und dann kam irgendwann mal die Idee, warum nicht mit Schmetterlingen? Sowas gibt es in Bayern nicht. Ihre Familie stand von Anfang an hinter ihr, obwohl ein Schmetterlingshaus doch eine ziemlich extravagante Sache ist. War schon generell sehr schwierig, überhaupt eine Bank zu finden, die das finanziert, weil es doch ja, was ganz Exotisches ist und keiner weiß, was draus wird. Man ist kein Biologe und dann ist es sehr schwierig, Genehmigungen zu bekommen, um einen zoologischen Garten aufzubauen. Ich musste Fortbildungen nachweisen bzw. das Wissen nachweisen, damit ich mit den Tieren und den Pflanzen hier auch umgehen kann. Die Kindergärtnerin wurde zur Tierparkpraktikantin. Ich war in Costa Rica mit einer größeren Gruppe, um dort vor Ort zu lernen, wie dort auch gezüchtet wird. Ich war in Fort Lauderdale zum Beispiel in dem weltgrößten Schmetterlingspark. Und ja, das ist ganz wichtig, das wirklich auch zu können. Wir müssen die Tiere ja ordentlich behandeln, damit es hier auch alles funktioniert. Das geschah in der Freizeit. Denn zum Geldverdienen brauchte sie noch den alten Beruf. Das musste ich alles selber finanzieren. Es ist ein Existenzgründerdarlehen gewesen, das ich bekommen habe, oder generell eine Existenzgründung. Also musste auch alles, was im Vorfeld gelaufen ist, selber finanziert werden. 2 Jahre dauerte die Vorbereitung, dann war es endlich soweit. Und in Neuenmarkt wurde gebaut. Ein Kredit von 1 Million Euro lastet seither auf der Existenzgründerin. Eine Idee von Christine Ströhlein. Safari-Tage für Kinder. Wisst ihr, dass Schmetterlinge Eier legen, oder? Mhm. Wisst ihr das? Mhm. Guck mal, ob ihr hier welche findet. Schaut euch das Blatt mal an. Also das kleine. Das ist auch was. Das ist eine Puppe. Da ist der Schmetterling noch drin. Und hier oben sieht man dann den Unterschied. Das sind 2 Puppen, wo der Schmetterling schon ausgeschlüpft ist. Die sind ganz leer. Und Caruso, lässt du mal die Pille in Ruhe? Der ist ganz neugierig. Der mag dann immer gucken, was die Leute so an sich haben. Neugierig ist auch Leguan Suri, der heimliche Herrscher des Dschungelparadieses. Der Leguan, übrigens ein reiner Vegetarier, ist aus der Reptilienauffangstation in München nach Neumarkt gekommen. Da kannst du nicht klettern, Süßer. Suri, das geht nicht. Und wehe, du fällst da rein. Ich hol dich nicht raus. Fress doch die Blätter, die unten sind. Jetzt weißt du nicht, wo es weitergeht, ne? Genau. Musst einfach umdrehen. Da geht's nicht weiter. Da ist Ende Gelände.
Wir haben ja auch Terrarientiere, die jetzt nicht zu den niedlichen Tieren gehören, wie die Vogelspinnen oder die Kakerlaken, die Totenkopfschaben. Aber es gibt ja auch so diese sogenannten Ekeltiere, wo Leute einfach ganz fasziniert sind, die sie nie zu Hause halten würden, aber trotzdem ganz fasziniert zuschauen. Mit der Zeit sind immer mehr Tiere in den Dschungel eingezogen. Ganz besonders ans Herz gewachsen ist ihr die Familie Nilsson. Weißbüscheläffchen, die aber leider nicht so vegetarisch leben wie Suri. Sie sind deshalb eingesperrt, da sie sonst die Schmetterlinge fressen würden. Es war ein nicht ganz einfacher Schritt. Es war ein großes Risiko, ist es immer, auch wenn wir nächstes Jahr schon 10-jähriges Bestehen feiern, ist es natürlich immer noch etwas, was sich entwickeln muss oder entwickelt. Und es war aber auf keinen Fall eine falsche Entscheidung. Also ich habe das nie bereut. Gute Nacht, Familie Nilsson. Gute Nacht, bis morgen. Schlaft gut. Suri, sitzt du da oben? Gute Nacht. Ja, ich auf deinem Baumkarussel. Gute Nacht, bis morgen. Schlaft gut.